liebe Freunde. Der Vortrag dauert 4,5 Stunden. Nein. Jobs Bittner hat mich gebeten, etwas zu kürzen. Also nur 2,5 Stunden. Gut. Ich freue mich, liebe Freunde, ich freue mich sehr, heute zu Ihnen über ein sehr zentrales Thema in der Geschichte des Dritten Reiches zu sprechen, das auch für die Geschichte des Holocaust von größter Relevanz ist. Die Verbrechen im Rahmen der systematischen Ermordung von Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen in Deutschland ab dem Jahr 1940. Bekannt ist dieser systematische Massenmord vor allem unter der Bezeichnung Aktion T4. T4 ist die Abkürzung für die Adresse Tiergartenstraße 4 in Berlin. Diese Berliner Adresse ist die Anschrift der Zentraldienststelle, die die systematische Ermordung von Berlin aus koordinierte. Wir werden auf die Rolle dieser Dienststelle noch eingehen. Wenn ich gerade sagte, dass unser heutiges Thema auch ein zentrales Thema in der Geschichte des Holocaust ist, so könnte sie das stutzig gemacht haben. Was hat die Ermordung Kranker und Behinderte mit dem systematischen Massenmord an den europäischen Juden zu tun? Nun, es handelt sich einerseits natürlich um einen anderen Aspekt nationalsozialistischer Verbrechen. Und doch sind diese beiden Komplexe eng miteinander verbunden, weil die Massenmorde im Rahmen der Aktion T4 die Nationalsozialisten verwendeten, die euphemistische Bezeichnung Aktion Gnadentod oder EU-Aktion, bezüglicherweise E-Aktion für Euthanasie, gewissermaßen als Blaupause für die späteren Massenmord an den Juden gesehen werden können. Ich werde auf diesen Zusammenhang im Laufe meines heutigen Vortrages genauer eingehen. Da es sich hierbei um einen sehr wichtigen Aspekt der nationalsozialistischen Herrschaft handelt und ersichtlich wird, wie die Grenze dessen, was lebensunwertes Leben genannt werden kann, immer weiter verschiebbar wird, wenn man sie einmal zu ziehen versucht. Wer einmal damit beginnt, und das ist wichtig, wer einmal damit beginnt, darüber entscheiden zu wollen, welche Menschen man berechtigterweise ermorden darf, der wird diese Grenze höchstwahrscheinlich auch weiter verschieben. Und so war es tatsächlich. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal möchte ich Ihnen einen allgemeinen Eindruck davon geben, was die Aktion T4 war, was ihr historischer Hintergrund war und wie sie ablief. Dabei werde ich auch auf die Opfer dieser systematischen Mordaktion eingehen und auch einige Täter benennen. Dies ist ein besonderes wichtiges Feld, da es sich bei vielen der Tätern um Mitglieder der deutschen bürgerlichen Schicht, um Ärzte vor allem, handelte, die in vielen Fällen auch nach 1945 im Amt und Würden verblieben. Außerdem zeigen sich auch bei den Tätern Kontinuitäten von der Aktion T4 bis zum Massenmord an den europäischen Juden. Kapitel Nummer 1, die Ursprünge der Euthanasie. Ich zeige euch bereits schon einige Fotos, die mit unserem Thema verbunden sind. Weiter kommt gleich. Die Entscheidung der Nationalsozialisten, von ihnen als lebensunwert betrachtetes Leben zu vernichten, entstand nicht im luftleeren Raum. Vielmehr geht sie auf die schon um 1900 aufgekommene Eugenik zurück. Die Eugenik, die Lehre von der Erbgesundheit. Der Begriff wurde Ende des 19. Jahrhunderts vom britischen Anthropologen Francis Galton geprägt, wollte die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik mit der Erkenntnissen der Humangenetik verbinden.
So sollten genetische Einflüsse isoliert werden, die sich auf die Gesundheit der Bevölkerung positiv oder negativ auswirkten. Schnell kam man dann darauf, vermeintlich negative genetische Einflüsse beseitigen zu wollen, was auf das Ziel hinauslief, bestimmte Gruppen, deren Erbanlagen angeblich einen schlechten Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung haben sollten, an der Fortpflanzung zu hindern. Die Eugenik verband sich dabei mit rassenideologischen Vorstellungen und lief auf das Ziel hinaus, die genetische Stärke der eigenen Rasse zu verbessern, indem vermeintlich artfremde Einflüsse von ihr ferngehalten wurden. Auch Menschen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten sollten an der Fortpflanzung gehindert werden, da man in ihnen eine Gefahr für die Volksgesundheit oder die Stärke der eigenen Rasse sah. Insbesondere zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Ideen der Eugenik in Europa und den USA breit diskutiert. Die Nähe zu den rassenideologischen Positionen des Nationalsozialismus ist offensichtlich, und tatsächlich spielten die Ideen der Eugenik für die nationalsozialistische Vorstellung von der Rassenhygiene eine zentrale Rolle. Wir sehen hier also bereits eine zentrale Verbindungsstelle zwischen der Aktion T4 und dem Holocaust. Sowohl die Opfer der Aktion T4 als auch die Opfer des Holocaust wurden als Gefahr für die Reinheit der arischen Rasse gesehen. In den Nürnberger Gesetzen wird das eindeutig formuliert. Zur Verteidigung dieser absurden Idee von Reinheit schreckte man schließlich vor Massenmord nicht mehr zurück. Vorreiter war dabei eben die Aktion T4, deren Organisation und Ablauf ich nun schildern werde. Kapitel 2, Etablierung der Dienststelle und ihre Arbeit. Bereits kurz nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, erließen sie am 14. Juli 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Nach diesem Gesetz konnten vermeintlich Erbkranke und Alkoholiker sterilisiert werden, um die Rassenhygiene sicherzustellen. Das Gesetz nannte folgende Gruppen, die zwangssterilisiert werden konnten: Menschen mit angeborenem Schwachsinn, an Schizophrenie erkrankte, Menschen mit einer bipolaren Störung, an Epilepsie erkrankte, an Feitstanz erkrankte, erbliche Blinde oder Taube, Menschen mit einer schweren erblichen körperlichen Missbindung sowie schwere Alkoholiker. Auf Grundlage dieser Gesetzes wurde bis Mai 1945 400.000 Menschen sterilisiert. Ich wiederhole, 400.000. 6.000 Menschen starben im Zusammenhang mit der Operation. Es folgten weitere Gesetze zur Erbgesundheit, die beispielsweise die Ehe von erbkranken oder behinderten Menschen mit gesunden Menschen verboten, die Rassenschande unter Strafe stellten oder einen Schwangerschaftsabbruch erlaubten, wenn eine Erbkrankheit diagnostiziert wurde. Im Sommer 1939 dann wurde im Zuge zahlreicher Beratungen zwischen Hitler, dem Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti, dem Chef der Reichskanzlei Hans-Heinrich Lammers und mit Martin Bormann die Vernichtung lebensunwerten Lebens diskutiert. Letztlich beauftragte Hitler den Leiter der Kanzlei des Führers, Philipp Buhler, mit der Durchführung des Massenmords. In mehreren Besprechungen, bei denen neben Philipp Buhler und Conti weitere NS-Offizielle sowie einige Ärzte anwesend waren, die man zur Mitarbeit bewegen wollte, wurde ein Kreis von Mitarbeitern zusammengerufen, der von Berlin aus die Vernichtung lebensunwerten Lebens leiten sollte. Jetzt ist es besser.
Hitler ermächtigte schließlich Buhler und seinen Begleitarzt Karl Brandt mit der Organisation und Durchführung des Mordprogramms. Das Schreiben Hitlers, das erst im Oktober 1939 verfasst, aber auf den 1. September, den Tag des Kriegsausbruchs, vordatiert wurde, lautete, ich zitiere: Reichsleiter Buhler und Doktor Medizin Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmende Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Endzitat. Man wollte in der nationalsozialistischen Führung vermeiden, dass die Kanzlei des Führers selber mit der Mordaktion in Verbindung gebracht werden konnte. Daher gründete man die Sonderdienststelle, die Zentraldienststelle T4. Nachdem die Dienststelle zu Beginn ihrer Arbeit noch im Kolumbushaus, einem Geschäftshaus am Potsdamer Platz, untergebracht gewesen war, bezog sie im April 1940 die arisierte Villa in der Tiergartenstraße 4, die ihr den Namen verlieh. Die Zentraldienststelle T4 war in 6 Abteilungen gegliedert. In der medizinischen Abteilung, die von Werner Heide geleitet wurde, auf dem im Dezember 1941 Hermann Paul Nitsche folgte, wurden die potenziellen Opfer der Aktion erfasst. Auch wurde von hier aus das Arzt- und Pflegepersonal der für die Durchführung des Massenmordes eingerichteten Anstalten kontrolliert. Die Büroabteilung unter Gerhard Bohne, später unter Friedrich Thielmann, übernahm die Verwaltungsarbeiten. Die Hauptwirtschaftsabteilung sorgte für die Ausstattung mit Material und Personal. Die Transportabteilung unter Reinhold Vorberg organisierte den Transport der zu ermordenden Patienten in die Tötungsanstalten durch. Darüber hinaus gab es den Inspektionabteilung zur Auswahl und Etablierung der Tötungsanstalten sowie eine Personalabteilung. In ihrer Außendarstellung und auch im Schriftenverkehr nach außen wurde die Zentraldienststelle T4 getarnt. Je nach Tätigkeitsbereich trat sie unter einem der folgenden 4 Tarnnamen auf: als Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, RAG, als gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege oder als gemeinnützige Krankentransport, als Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten, lange Namen. Die Ausgliederung der Dienststelle aus der Kanzlei des Führers und die Verwendung von Tarnnamen zeigen einerseits, dass die Verantwortlichen ahnten, dass sie hier etwas organisieren, das nicht rechtens war. Andererseits zeigt es, dass man bestrebt war, diesen Massenmord, der mitten in Deutschland stattfand, möglichst gut zu verbergen. Man hatte offensichtlich Angst, die Bevölkerung könnte sich gegen die Maßnahmen stellen. Wir werden noch sehen, dass diese Befürchtungen nicht unberechtigt waren. Noch einige Fotos. Eugenik. Das ist noch die Zeit vor 1933. Erstens, Berechnungen der Dienststelle T4 aus dem Oktober 1939 kamen ungefähr 70.000 Menschen zur Ermordung in Frage. Die Auswahl sollte durch eine Kommission von 40 Gutachtern erfolgen. Der Prozess der Entscheidungsfindung sah dabei keine Visite bei den betreffenden Patienten vor. Die Gutachter entschieden lediglich auf Grundlage der ihnen vorliegenden Akten.
Neben den ersten Schätzungen über die Anzahl der zu ermordenden Menschen suchte man auch nach einem geeigneten Tötungsmittel. Der Auftrag zur Suche nach einem solchen Mittel war an den Chef des Reichskriminalamtes in Reichssicherheitshauptamt Arthur Nebe vorgegeben worden. Einer seiner Mitarbeiter am Kriminaltechnischen Institut, Albert Widmann, kam daraufhin auf die Ermordung durch Kohlenstoffmonoxid. Der Mord sollte also durch Vergasung vollzogen werden. Ohne die jeweilige Heil- und Pflegeanstalten über den geplanten Mord in Kenntnis zu setzen, wurden am 9. Oktober 1939 Meldebögen verschickt, in denen die Anstalten angeblich zur planwirtschaftlichen Erfassung Patienten melden sollten, die unter folgende Kriterien fielen: Schizophrenie, Epilepsie, Schwachsinn, Paralyse, senile Demenz, andere neurologische Endzustände, Menschen, die schon über 5 Jahre in der Anstalt waren, kriminelle Geistkranke, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder Nichtdeutsche oder artverwandten Blutes. Für alle auf diesem Weg gemeldeten Patienten wurde eine Karteikarte in der Zentralstelle in der Tiergartenstraße angelegt. Die Gutachter entschieden dann über das Schicksal der Betroffenen. Die Karteikarten wurden entweder mit einem roten Plus versehen, wenn der Betroffene ermordet werden sollte, oder mit einem Minus, blauen Minus, wenn er weiterleben durfte. In einigen Fällen konnten die Gutachter keine Entscheidung fällen und trugen ein Fragezeichen ein. Abschließend entschieden die Obergutachter Werner Heide und Herbert Linden. Linden wurde später von Hermann Paul Nitsche abgelöst. Auf Basis der so gefällten Entscheidungen wurden dann Verlegungslisten zusammengestellt und die Patienten wurden aus ihren bisherigen Heil- und Pflegeanstalten in eine der Tötungsanstalten verlegt. Die Transportabteilung der Zentraldienststelle übernahm auch den Transport in die Tötungsanstalt. Kapitel 3, die Tötungsanstalten. Und noch einige Fotos davor. Die Zentraldienststelle in Berlin musste auch bestehende Heil- und Pflegeanstalten auswählen, die zu Tötungsanstalten umfunktioniert werden konnten. Zu diesem Zweck lagen den Meldebögen zur Erfassung der Patienten und zur Registrierung möglicher Opfer der Massenmordes auch Meldebögen über die Heil- und Pflegeanstalten selbst bei. Auf diesem Wege wollte die Zentralstelle Informationen über die verschiedenen Anstalten sammeln, um geeignete Standorte für die Tötungsanstalten zu finden. Erfragt wurden dabei Daten wie das Baujahr der Anstalt, die Größe der Institutionen, die Existenz besonderer Einrichtungen vor Ort und Fragen logistischer Anbindungen, wie zum Beispiel der Anbindung ans Bahnnetz. Die Verantwortlichen für die Dienststelle T4 setzten sich in diesem Zusammenhang auch mit nationalsozialistischen Offiziellen in den verschiedenen Regionen auseinander. Im Falle der Einrichtung der Tötungsanstalt Grafeneck in Gormadingen, nicht weit von Tübingen, nahm man Kontakt zu Eugen Stähle auf, der im Innenministerium von Württemberg den Gesundheitsdienst leitete. Man informierte ihn über die Pläne und forderte ihn auf, eine Anstalt in Württemberg zu benennen, die für die Umformung zur Tötungsanstalt geeignet war. Nachdem Eugen Stähle daraufhin die Samaritenanstalt Grafeneck genannt hatte, wurde sie am 12. Oktober 1939 beschlagnahmt. Alle Patienten wurden in andere Einrichtungen verlegt und die Umbauarbeiten begannen. In einer 300 Meter vom Schloss Grafeneck entfernt gelegenen Holzhütte wurde ein gasdichter Tötungsraum eingerichtet.
Daneben baute man 3 mobile Krematorienöfen auf. Die Umarbeiten dauerten nicht lange, sodass die Tötungsanstalt Grafenegg im Januar 1940 fertiggestellt war und die ersten Morde dort erfolgen konnten. Weitere Anstalten waren die Anstalt Brandenburg in Brandenburg an der Havel, Hartheim im Alkoven bei Linz, Sonnenstein in Pirna, Bernburg in Bernburg an der Saale und Hadamar bei Limburg. Die Technik zur Ermordung, die dann in Grafenegg und auch in den anderen T4-Anstalten eingesetzt wurde, war bereits zuvor erprobt worden. Nachdem die Wehrmacht Polen besetzt hatte, wurden dort an verschiedenen Orten Insassen von Heil- und Pflegeanstalten ermordet. Neben Erschießungen, wie beispielsweise diejenigen in Piasnica, bei der unter dem Kommando von Kurt Eimann zwischen September und Dezember 1939 über 1200 Patienten ermordet wurden, experimentierte man bereits im Oktober 1939 im Fort 7 in Posen, Poznan mit der Vergasung durch Kohlenstoffmonoxid. In einem Gewölbe des Forts, das am Oktober 1939 als Konzentrationslager bezüglicherweise Polizeigefängnis der Gestapo genutzt wurde, ermordete man Psychiatriepatienten mit dem Gas. Bei den Probevergasungen war wohl auch August Becker, ein Mitarbeiter des Kriminalalttechnischen Instituts, anwesend, der in der Suche nach einem geeigneten Tötungsmittel involviert war und später auch weitere Probevergasungen in den Tötungsveranstaltungen beaufsichtigte. Am 12. oder 13. Dezember 1939 ließ sich auch Heinrich Himmler dort die Wirkungsweise des Gases vorführen. Es ist unklar, wie viele Menschen im Fort 7 mit Gas ermordet wurden. Schätzungen zufolge waren es bis zu 400 psychische Kranke, von denen 27 Patienten aus der Abteilung für Geisteskranke der Stadtkrankenhauses in Posen kamen. Neben den Versuchen im Gewölbe des Fortes fanden auch Vergasungen mit Kohlenstoffmonoxid in einem Gaswagen statt. Nachdem man sich für die Aktion T4 auf die Verwendung von Kohlenstoffmonoxid entschieden hatte, erwarb man 50 Zylinder der Firma Mannesmann Stahl, die in Ludwigshafen von der IG Farben mit Gas befüllt werden sollten. Alle 2 Monate erfolgte eine neue Auffüllung der Zylinder mit Gas. Die Rechnungen wurden vom Kriminaltechnischen Institut beglichen. Ab dem 20. Januar begann in Grafenegg der Betrieb der ersten Tötungsanstalt. Am 8. Februar nahmen die Anstalt Brandenburg den Betrieb auf. Sie wurde im Herbst 1940 von der Anstalt Brandenburg abgelöst, die am 21. November ihren Betrieb aufnahm. Die Anstalt Hartheim nahm ihren Betrieb am 6. Mai 1940 auf, Sonnenstein im Juni 1940 und Hadamar im Januar 1941. Die von der Dienststelle in Berlin für die Ermordung ausgewählten Patienten wurden zunächst in sogenannten Zwischenanstalten gesammelt und von dort aus zu den Tötungsanstalten transportiert zu werden. Die Transporte wurden in der Regel von der Dienststelle T4 organisiert. Nur in Ausnahmefällen erfolgten die Transporte über den regulären öffentlichen Personenverkehr. Die Zwischenanstalten wurden einerseits aus logistischen Gründen eingerichtet, um die Überfüllung der Tötungseinrichtungen zu vermeiden. Zum anderen dienten sie aber auch der Verschleierung der Verbrechen. Angehörige und andere Begleitpersonen durften die zur Ermordung Vorgesehenen nur bis hierher begleiten. Sie sahen also nicht, was wirklich vor sich ging und wussten auch nicht, wohin ihre Angehörigen gebracht wurden. Wenn die Betroffenen dann schließlich in der Tötungsanstalt ankamen, wurden sie ärztlich untersucht.
Die Ärzte vermerkten dabei auch bereits bestehende Operationsnarben, unter anderem, weil man diese nachher für die Behauptung von vorgetäuschten Todesursachen verwenden werden konnte. Daraufhin wurden die Betroffenen in die mit Duschköpfen getarnten Gaskammern geführt. In der Regel wurden die Gaskammern mit 30 oder mehr Menschen gefüllt, die gleichzeitig ermordet wurden. Die Ermordungen mussten immer durch Ärzte durchgeführt werden. Sie ließen das Kohlenstoffmonoxid über einen Zeitraum von ungefähr 20 Minuten in die Gaskammer einströmen. Das Gas wurde abgedreht, wenn von außen keine Bewegungen in der Gaskammer mehr wahrzunehmen waren. Wenn man die Gaskammer wieder gefahrlos betreten konnte, wurden die Leichen hinausgeschafft und in die Krematorien vor Ort verbrannt. Vorbrach man den Opfern noch ihre Goldkronen heraus. Die Kronen wurden über die Zentraldienststelle in Berlin an die Firma Degussa geliefert, wo sie zu Feingold verarbeitet wurden, wie in Auschwitz. Die Tötungsanstalten verfügten über eigene Standesämter, die nach der Ermordung Todesurkunden mit falschen Todesursachen ausstellten. Im Falle der Tötungsanstalt Hartheim ging die Verschleierung sogar so weit, dass man einen Briefkopf von Brandenburg verwendete und mit einem Kurierauto alle Schreiben zunächst nach Brandenburg transportierte, um sie erst von dort zu versenden. Durch diese Verschleierung versuchte man, Nachforschungen von Angehörigen zu erschweren. Versuchten diese aber trotzdem weitergehende Informationen über ihre Angehörige zu erhalten, führte man sie bewusst in die Irre, um die Nachforschungen im Sande verlaufen zu lassen. Trotzdem konnte man natürlich nicht vermeiden, dass Informationen über die Aktion nach außen drangen. Entsprechend kam es auch zu Widerstand gegen die Mordaktion. Hier taten sich natürlich die Eltern und Verwandten von Betroffenen besonders hervor, aber auch Kirchenvertreter wie der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, sowie weitere Bischöfe und Kirchenleute. Auch der Richter Lothar Kreisig aus Brandenburg an der Havel kritisierte die Praxis. Als Erkenntnis von der Aktion erlangte, erstattete er Anzeige wegen Mordes gegen Philipp Buhler. Er wurde daraufhin in den Ruhestand versetzt. Auch die Alliierten wussten von den Morden und warfen im September 1941 Flugblätter über Deutschland ab, in denen sie die Bevölkerung über die Aktion informierten. Noch einige Fotos. Ich analysiere jetzt die Poster nicht. Einer schlimmer als der andere. Wie viel es uns kostet. Als Beispiel für den Widerstand der Kirchen kann die Denkschrift des Pastors Paul Gerhard Braune, Domherr zu Brandenburg, dienen, die dieser am 9. Juli 1940 an Hitler sandte, und ich zitiere. Was für ein mutiger Mann. Im Laufe der letzten Monate ist in verschiedenen Gebieten des Reiches beobachtet worden, dass fortlaufend eine Fülle von Insassen der Heil- und Pflegeanstalten aus planwirtschaftlichen Gründen, in Anführungszeichen, verlegt werden, zum Teil mehrfach verlegt werden, bis nach einigen Wochen die Todesanschrift bei den Angehörigen eintrifft. Die Gleichartigkeit der Maßnahmen und ebenso die Gleichartigkeit der Begleitungsumstände schaltet jeden Zweifel darüber aus, dass es sich hierbei um eine großzügig angelegte Maßnahme handelt. Die Tausende von lebensunwerten Menschen aus der Welt schafft. Es wird dabei geschätzt, dass es sich um 100.000 und mehr Menschen handeln kann. In einem Artikel von Professor Kranz in der Aprilnummer der NS-Volksdienstes ist die Zahl derer, deren Ausmerzung wahrscheinlich wünschenswert sei, sogar mit 1 Million ausgegeben.
so handelt es sich wahrscheinlich zurzeit schon um Tausende von deutschen Volksgenossen, die ohne jede Rechtsgrundlage beseitigt sind oder deren Sterben unmittelbar bevorsteht. Es ist dringend notwendig, schreibt der Pastor, diese Maßnahmen so schnell wie möglich aufzuhalten, da die sittlichen Grundlagen des Volksganzen dadurch aufs Schwerste erschüttert werden. Die Unverletzlichkeit des Menschenlebens ist einer der Grundpfeiler jeder staatlichen Ordnung. Wenn Tötung angeordnet werden soll, dann müssen geltende Gesetze die Grundlage solcher Maßnahmen sein. Es ist untragbar, dass kranke Menschen fortlaufend ohne sorgfältige ärztliche Prüfung und ohne jeden rechtlichen Schutz, auch ohne den Willen der Angehörigen und gesetzlichen Vertreter zu hören, aus reiner Zwecksmäßigkeit beseitigt werden. Endzitat. Der Widerstand gegen die Aktion, unter anderem der deutliche Einspruch des Bischofs von Galen und die Tatsache, dass die Strategie der Geheimhaltung offensichtlich gescheitert war, führten wohl auch dazu, dass die Mordaktion am 24. August 1941 beendet wurde. An diesem Tag gab Adolf Hitler Brandt und Buhler den mündlichen Befehl, nicht schriftlich, die Aktion T4 zu beenden. Fortgesetzt wurde ab diesem Zeitpunkt allerdings die Kindereuthanasie, die Tötung von Behinderten und verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten durch Nahrungsentzug oder Injektionen sowie die Aktion 14F13, in deren Rahmen kranke und nicht arbeitsfähige KZ-Häftlinge in die Tötungsanstalten Bernburg, Sonnenstein und Hartheim ermordet wurden. Es ist ziemlich sicher, dass man die Aktion eigentlich noch weiter hatte laufen lassen wollen. Darauf deutet nicht zuletzt ein Eintrag im Tagebuch von Josef Goebbels hin. Am 21. Januar 1941 schrieb Goebbels: Mit Buhler Frage der stillschweigenden Liquidierung von Geisteskranken besprochen. 40.000 sind weg. 60.000 müssen noch weg. Das ist eine harte, aber auch notwendige Arbeit. Und sie muss jetzt getan werden. Buhler ist der rechte Mann dazu. Endzitat von Goebbels. Entschuldigung. Die Zahl von 100.000 Ermordeten, die Goebbels hier nennt, war bis zum Ende der Aktion nicht erreicht worden. Laut der sogenannten Hartheimer Statistik, die von den Nationalsozialisten erhobene Zahlen der Ermordeten benennt, wurden bis zum 1. September 1941 in den Tötungsanstalten insgesamt 70.273 Menschen ermordet. Davon 9.839 in Grafenegg, 9.772 in Brandenburg, 8.601 in Bernburg, 18.269 in Hartheim, 13.720 in Sonnenstein und 10.072 in Hadamar. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass die Morde abgebrochen wurden, weil man das Personal, das für die Aktion T4 verwendet worden war, nun an anderer Stelle benötigte. Wie wir im Folgenden sehen werden, kamen viele der im Rahmen der Aktion T4 eingesetzten in den folgenden Jahren bei der Ermordung der europäischen Juden, in den Vernichtungslagern und bei Selektionen in den Konzentrationslagern zum Einsatz. Wir werden uns nun diesem Thema zuwenden und ausgehend von Ihnen die Kontinuitäten betrachten, die von der Aktion T4 zum Holocaust führen. Jetzt einige Worte zu der Person der Täter, aber erst noch einige Bilder. Die Täter.
Neben den bereits genannten Verantwortlichen in der Berliner Dienststelle waren zahlreiche Verwaltungsbeamte, aber vor allem zahlreiche Ärzte an der Massenmordprogramm T4 beteiligt. Wegen unserer geografischen Nähe zur Tötungsanstalt Grafenegg möchte ich mich bei der Betrachtung dieser Tätergruppe an dieser Tötungsanstalt orientieren. Anschließend zeige ich dann anhand der Täter von Grafenegg die Verbindungen zum Holocaust auf, da es sich hier in vielen Fällen um persönliche Kontinuitäten handelt. Auf der höchsten administrativen Ebene waren für die Morde in der Tötungsanstalt Grafenegg die Medizinbeamten von Baden und Württemberg, Ludwig Sprauer und Otto Maute, sowie der Medizinaldirektor im württembergischen Innenministerium Eugen Stelle verantwortlich. Während Sprauer und Maute für Baden bezüglicherweise Württemberg die administrative Umsetzung der Morde verantworteten, Sprauer beispielsweise zeichnete auch die Transportlisten mit zur Ermordung bestimmten Patienten ab, was Stähle zum einen für die Auswahl von Grafenegg als Tötungsanstalt zuständig und leitete zum anderen die Abteilung im Innenministerium, die als lokale Zweigstelle der T4-Dienststelle diente. Die tatsächlichen Morde wurden vor Ort von 3 Tötungsärzten durchgeführt. Wie wir vorhin gehört haben, durften die Morde nur durch ärztliches Personal durchgeführt werden. Unterstützt wurden die Ärzte dabei von Verwaltungspersonal und anderen Helfern. Die Tötungsärzte in Grafenegg waren die folgenden: Horst Schumann als Leiter und ärztlicher Direktor und Ernst Baumhardt und Günther Hennecke als seine Stellvertreter. Unterstützt wurden sie vom Büroleiter Christian Wirth, der für die Organisation vor Ort die Sicherheit der Tötungsanstalt, die Fälschung der Sterbeurkunden sowie die Überwachung des Mordvorgangs zuständig war. Ihn unterstützte sein Stellvertreter Gerhard Kurt Simon. Das für die Ausstellung der gefälschten Sterbeurkunde zuständige Standesamt wurde von Jakob Wöger geleitet. Auf ihm folgte im Juni 1940 sein vorheriger Stellvertreter Hermann Holzschuh. Für die Verbrennung der Leichen war der Brenner Josef Oberhauser zuständig. Den Transport, der für die Ermordung vorgesehenen organisierte, der Transportleiter Hermann Schwenninger. Also alle Namen sind uns bekannt. Einige der Täter wurden wegen ihrer Beteiligung an der Mordaktion bereits 1947 vor dem Schwurgericht Freiburg angeklagt. So der Medizinalbeamte Ludwig Sprauer sowie Arthur Schreck, der Direktor mehrerer Pflegeanstalten war. Beide wurden zum lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 1949 wurden noch 8 weitere Täter, unter ihnen Ärzte, Beamte und Krankenschwestern, angeklagt. Otto Maute, Max Eirich, Alfons Stegmann, Martha Fauser, Jakob Wöger und Hermann Holluschuh, Heinrich Unverhau und Maria Appinger. Doch wie erging es den übrigen, vor allem den vorhin aufgezählten Täter von Grafenegg, nachdem die Aktion T4 beendet wurde, und wurden sie auch nach dem Krieg nicht zur Rechenschaft gezogen? Ich möchte hier kurz auf 3 Beispiele eingehen, um diese Frage zu beantworten. Erst noch einige Fotos. Das ist der Brief, den ich vorher bereits erwähnt habe, mit Unterschrift von Hitler unten. Hier. Das ist der persönliche Arzt von Hitler, Karl Brandt, und der Philipp Buhler, der mehrmals hier schon erwähnt wurde. Der Medizinaldirektor Eugen Stähle verblieb auch nach dem Ende der Aktion T4 in seinem Amt. Dort vertrat er die Position, dass auch nach dem Ende des offiziellen Euthanasieprogramms T4 die Krankenmorde weitergehen sollten.
Im Zuge der Aktion Brand war er entsprechend an der Ermordung von Patienten durch absichtliche Unterernährung sowie durch Injektionen beteiligt. In den letzten Monaten des Krieges war er auch an der Ermordung kranker Zwangsarbeiter beteiligt. 1948 starb Staehle als Häftling der Alliierten, nachdem er noch einen Persilschein für den Euthanasiearzt Karl Lemp ausgestellt hatte und ihn somit vor Strafverfolgung schützen konnte. Lemp ist ein Beispiel für die Ärzte, die während der Aktion T4 oder der Kindereuthanasie an der Ermordung von angeblich lebensunwerten Leben beteiligt waren und dafür nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Nicht zuletzt wegen der Persilscheins von Staehle. Er musste zwar 1947 2000 Reichsmark an einen Fonds für Wiedergutmachung überweisen, blieb aber auf seiner Position als Leiter des Gesundheitsamts Stuttgart. Nach seiner Pensionierung im Jahr 1950 erhielt er im Jahr 1954 noch einen Professortitel. Noch dazu. Lemp starb am 31. Juli 1960 in Stuttgart. Der ärztliche Direktor von Grafeneck, Horst Schumann, wiederum ging einem ganz anderen Weg. Nachdem er kurz vor dem Ende der Aktion T4 noch als Gutachter im Zusammenhang mit der Aktion 14F13, die ich auch schon erwähnt habe, zur Ermordung von kranken KZ-Häftlingen tätig gewesen war, wurde er nach Einstellung der Aktion T4 der Organisation Tod zugewiesen und im Zuge dessen an die Ostfront versetzt. Dort arbeitet Schumann als zusätzlich beim Aufbau von Notlazaretten noch einen Zwischenaufenthalt in Deutschland. Erhielt er dann im Herbst 1942 den Auftrag, Experimente an Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz durchzuführen. Die Experimente sollten die Möglichkeiten überprüfen, Sterilisierung mit Röntgenstrahlen durchzuführen. Zunächst im Block 30 des Frauenkrankenbaus in Birkenau, später im Block 10 des Stammlagers testete Schumann dann verschiedene Strahlenstärken an zahlreichen Häftlingen des Lagers. Um den Erfolg der Bestrahlung zu kontrollieren, wurden weiblichen Häftlingen nach der Bestrahlung die Eierstöcke herausoperiert, um sie zu untersuchen. Zahlreiche Häftlinge starben im Zuge dieser Operationen. Im Jahr 1944 kam Schumann schließlich zu dem Schluss, dass diese Methode für Massensterilisierung ungeeignet sei. ...1945 wurde Schumann, der inzwischen Truppenarzt an der Westfront war, von den Amerikanern in Gefangenschaft genommen, allerdings schon im Oktober 1945 wieder entlassen. Er zog daraufhin nach Gladbeck, wo er eine Praxis eröffnete und weiter als Arzt tätig war. 1941 allerdings wurde ihm die Beantragung eines polizeilichen Führungszeugnisses zur Erteilung eines Jagdscheins zum Verhängnis. Es kam heraus, dass er wegen seiner Verbrechen von der Staatsanwaltschaft Tübingen gesucht wurde. Schumann konnte aber von seiner Verhaftung fliehen und zog über Ägypten in den Sudan. Um Auslieferungsgesuchen zu entgehen, mussten Schumann und seine Frau innerhalb Afrikas mehrmals ihren Wohnort verlegen. Letztlich wurde er aber von Ghana ausgeliefert und im Jahr 1966 in Deutschland in Untersuchungshaft genommen. Sein Prozess wurde aber wegen angeblicher Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Im Jahr 1972 wurde er aus der Haft entlassen. Im Jahr 1993 starb er in Frankfurt. Sein akademischer Grad war ihm bereits 1961 aberkannt worden. Einen ähnlichen Werdegang können wir bei Christian Wirth beobachten. Der Büroleiter von Grafeneck hatte diese Position zunächst noch in der Tötungsanstalten Hartheim und Hadamar inne. Ab Mitte 1940 war er außerdem Inspekteur aller Tötungsanstalten und sicherte den ordnungsgemäßen Lauf der Tötungsmaschinerie im ganzen Reich.
wird es eines der zahlreichen Beispiele für T4-Mitglieder, die nach der Einstellung der Aktion zur Aktion Reinhardt, der systematischen Ermordung der Juden und Sinti und Roma in besetzten Polen, wechselten. Leiter der Aktion war Odilo Globocznik. Er organisierte den Aufbau der Vernichtungslager Majdanek, Belzec, Sobibor und Treblinka. Christian Wirth wurde der erste Kommandant des Vernichtungslagers Belzec, das im März 1942 seinen Betrieb aufnahm. Wir sehen hier die Verbindung. Laut einer Zeugnisaussage des SS-Offiziers Kurt Gerstein demonstrierte Wirth ihm am 18. August 1942 die Massentötung von 700 bis 800 Juden mit Abgasen. Im August 1942 wurde Wirth von Globocznik zum Inspekteur aller Vernichtungslager der Aktion Reinhardt ernannt. Wirth optimierte daraufhin die Ermordung der Juden in den Lagern und ordnete den Bau größerer Gaskammer an, um die Mordkapazitäten zu erhöhen. Nachdem Wirth ab Ende 1942 für das Kommando über ein Bekleidungswerk in Lublin innehatte, beaufsichtigte er im November 1943 die Aktion Erntefest, bei der 42.000 jüdische Zwangsarbeiter in Lublin innerhalb nur von 2 Tagen ermordet wurden, 42.000 Juden. Nach der Versetzung Globocniks nach Triest wurde auch Wirth dorthin versetzt. Er organisierte hier die Einrichtung des Konzentrationslagers Rizière di San Saba, in dem zwischen 3.000 und 500.000 Menschen ermordet wurden. Eine deutlich größere Zahl wurde von hier aus in andere Vernichtungslager deportiert und dort ermordet. Bei einem Überfall von Partisanen wurde Wirth am 26. Mai 1944 getötet. Als Vergeltung für diesen Angriff plünderten die Deutschen die Orte Beka und Ozila und brannten sie nieder. Hier noch einige Fotos. Das sind die bekannten Busse, die die Opfer in die Todesanstalten transportiert haben. Heimlich fotografiert. Diese sind alle heimliche Fotos. Sogar Farbbilder. Diese Beispiele für den weiteren Werdegang von Verantwortlichen der Aktion T4 zeigen die große Bedeutung, die diese Aktion für das Verständnis der nationalsozialistischen Verbrechen und insbesondere für den Holocaust hat. Zum einen zeigt sich, vor allem an den Fällen von Stähle und Lemp, dass in die Durchführung der Aktion T4 gerade auch bürgerliche Kreise einbezogen waren. Hohe Verantwortliche der Gesundheitsbehörden sowie des Innenministeriums waren an dem Massenmord ebenso beteiligt, wie Ärzte und Krankenschwestern. Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass zahlreiche Verantwortliche für den Massenmord auch nach dem Krieg noch zentrale Stelle in der medizinischen Verwaltung besetzten oder als angesehene Ärzte praktizierten. Der Fall Lemp ist hier nur ein Beispiel von vielen. Zum anderen lässt sich vor allem an den Fällen von Schumann und Wirth sehen, wie eng die T4-Aktion mit dem Holocaust verknüpft ist. Hierbei zeigt sich nicht nur eine persönliche Verknüpfung, sondern auch eine ideologische. Daran beispielsweise, dass auch Schumanns Experimente in Auschwitz sich mit Fragen der Massensterilisation beschäftigten, erweist sich, welche große Rolle Vorstellungen von Volksgesundheit und Eugenik auch nach dem Ende der Aktion T4 spielten. In einem Brief von Viktor Brack, der sowohl für die Organisation der Euthanasie-Morde als auch der Experimente in Konzentrationslagern verantwortlich war, an Himmler vom 23. Juni 1942, geht dieser davon aus, dass man zwei
bis 3 Millionen der europäischen Juden gut als Arbeitskräfte verwenden könnte, wenn man fortpflanzungsunfähig mache. Er betont dann die Notwendigkeit der von Schumann durchgeführten Experimente genau vor dem Hintergrund dieser Überlegungen mit dem Zusammenhang zwischen Holocaust, Eugenik und Euthanasie deutlich machen. Er schreibt an Himmler, ich zitiere, ich habe Ihnen vor circa ein Jahr bereits berichtet, dass Beauftragte von mir die notwendigen Versuche für diesen Zweck abschließend bearbeitet haben. Eine Sterilisierung, wie sie normalerweise bei Erbkranken durchgeführt wird, kommt in diesem Fall nicht in Frage, da sie zu zeitraubend und kostspielig ist. Eine Röntgenkastration jedoch ist nicht nur billig, sondern lässt sich bei vielen Tausenden in kürzester Zeit durchführen. Sollten Sie, Reichsführer, sich im Interesse der Erhaltung von Arbeitsmaterial dazu entschließen, diesen Weg zu wählen, so ist Reichsleiter Buhler bereit, die für die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen Ärzten und sonstiges Personal Ihnen zur Verfügung zu stellen. Schlusszitat. Noch einige Fotos. Auch heimlich fotografiert. Wir haben bereits herausgearbeitet, wie eng sie mit den rassenideologischen Vorstellungen der Nationalsozialisten zusammenhängen. Der Übergang vor der Ermordung lebensunwerten Lebens zum Massenmord an den europäischen Juden war dann nur noch ein sehr kleiner. Entsprechend schien es wohl auch den nationalsozialistischen Planern des Massenmordes sinnvoll, der Erfahrungen zu nutzen, die beispielsweise Christian Wirth im Zuge seiner Arbeit für die Aktion T4 machte. Es ist offensichtlich, dass er diese Erfahrungen dazu nutzte, den Mord an den Juden im Rahmen der Aktion Reinhardt nach allen Mitteln zu intensivieren. Es ist eine zentrale Figur bei der Entwicklung der industriellen Tötungsmaschinerie, die die möglichst effektive Tötung von möglichst vielen Menschen in kürzester Zeit perfektionierte und somit die Ermordung der europäischen Juden in diesem Ausmaß überhaupt erst ermöglichte. Doch nicht nur die Erfahrungen von Wirth wurden von der Aktion Reinhardt genutzt. Insgesamt waren es 92 Helfer der Euthanasiemorde, die mindestens mit dem Rang der Unterscharführer in SS-Uniformen nach Polen geschickt wurden, um den Massenmord an den Juden zu unterstützen. Die Aktion T4 kann also rückblickend als Testfeld für den Holocaust betrachtet werden. Testfeld. Auch dient sie als Mahnmal, weil wir an ihr lernen können, dass die Grenze zwischen Lebensunwerten und lebensunwertem Leben immer weiter verschiebbar ist. Wenn man sie einmal zu ziehen bereit ist, wer einmal beginnt, darüber zu entscheiden, welche Menschen legitimiertweise zu töten sind, der öffnet die Tür zum Massenmord und Barbarei. Vielen Dank.